einem Schrecken hat die Woche vielleicht für den einen oder anderen begonnen, denn wir hatten beim DAX ein Eröffnungsgap nach unten. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, das war ja durchaus zu erwarten, nachdem Amerika ja nachbörslich vor dem Wochenende, zumindest mal nach deutscher Börse, weiter nach unten gegangen ist. Und das musste natürlich wettgemacht werden. Wurde es auch. Der Kurs hat niedrig eröffnet, der DAX-Index. Wir sehen das hier allerdings, sich tapfer wieder erholt. Also, wir sind dann sogar über die Freitagsstände nochmal drüber hinausgegangen. Und jetzt kommt das Wunder, nämlich der DAX, er ist anschließend wieder gefallen. Wir sehen, dass der Nachmittag ganz klar negativ hier unterwegs war, also in der Abwärtsrichtung. Und wenn wir das Ganze jetzt mal umgekehrt gucken, zum Beispiel beim Nasdaq, dann sehen wir eigentlich genau da das gegenteilige Bild, nämlich, dass der Markt hier eigentlich in der letzten Zeit sehr schön nach oben gekommen sind. Also nicht nur über Nacht, nicht nur am Morgen, wir hatten zwischendurch mal einen kleinen Rücksetzer, sondern auch aktuell, also eigentlich die besten Voraussetzungen für weiter steigende Märkte. Und das ist so ein bisschen die Idee, auch zumindest mal was den amerikanischen Markt angeht, aus meiner Sicht für heute, dass wohl die Aufwärtsrichtung die weiterhin attraktivere bleibt. Wir haben hier so vorne nach dieser ABC-Rücksetzer-Situation, wir sehen das hier nochmal, so dieses klassische Schub runter, Gegenbewegung wackelig, nochmal Schub runter, eine klassische Korrektur und der Markt scheint das Ganze jetzt wieder wettzumachen. Es ist natürlich sehr schnell. Ich mag das lieber, wenn es ein bisschen zeitlich umfangreicher ist. Aber wir sehen auch die letzten Zwischenhochs, da sind wir nach oben wieder raus. Eigentlich viele, viele Indizien, die darauf hinweisen, dass es nochmal ein gutes Stück nach oben geht und der Nasdaq zumindest mal hier seine letzten Hochs nochmal rausnimmt. Wir sind beim Nasdaq Future dann in etwa bei 10.120 um den Dreh. Und damit sind wir schon sehr in der Nähe der Allzeithochsituation. Also ich denke mal, wir haben eine nicht ganz unrealistische Chance, dass wir die beim Nasdaq sogar nochmal ansteuern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das sogar am liebsten. Denn was wir bis jetzt als Abwärtsbewegung haben beim Nasdaq, das ist nicht wirklich passend, um anschließend diese deutliche Abwärtsbewegung einzuleiten, die wir ja dort eigentlich auch im längeren Bild noch erwarten. Das heißt, das, was hier so ein bisschen andeutungsweise ist, müsste entsprechend ein wenig noch nach rechts verschoben werden. Zumindest wäre das eine Sichtweise, der ich mich durchaus anschließen könnte. Aktuell aber zumindest mal realistische Chancen nach oben. Wer weiß es schon, deshalb trotzdem immer mit Nachziehstops arbeiten, denn auch hier können Rücksetzer nochmal passieren. Und wenn es eben nicht sein soll, dann sollte man nicht zu viel im Risiko stehen. Aber ich denke, man kriegt hier gute Chance, Risikoverhältnisse hin, wenn man sich am letzten Tief orientiert oder wenn man sich an irgendwelchen Nachzieh-Algorithmen orientiert, beispielsweise Supertrend, finde ich einen sehr einfachen, zugegeben, jetzt nicht super sophisticated, aber immerhin einen sehr einfachen Algorithmus, um hier dem Markt einfach weiter zu folgen, solange er eine gewisse Bewegungsrichtung hat. Warum soll das hier nicht ebenfalls funktionieren? Beim Nasdaq wären wir eigentlich sogar schon long getriggert. Wer kürzerfristig unterwegs sein möchte, als ich das hier jetzt zum Beispiel habe, der kann natürlich gucken im 5-Minuten-Chart hier nochmal einen wackeligen Rücksetzer und kann das dann seinerseits dann als einen Einstieg dann nochmal dafür benutzen. Das ist beim S&P und Dow Jones grundsätzlich ähnlich, auch wenn das Bild dort ein bisschen wackeliger aussieht. Wir sehen hier die etwas andere Grundstruktur nochmal nach dem Recovery sozusagen, nach der Erholung, die wir vor dem Wochenende hatten, dem Rücksetzer, der sehr klar korrektiv hier anmutet, jetzt wieder die Fortsetzung nach oben, also komplett anders, als es beim DAX aktuell aussieht. Aber auch hier jetzt die Erwartungshaltung, lass das Ganze doch nochmal ein bisschen nach oben gehen. Es spricht aus meiner Sicht deutlich mehr dafür. Das ist keine Einladung jetzt, kaufen, Augen zu und durch, das kann nicht fallen. Aber wir wissen ja, als Händler sind wir chance-risikoorientiert und in diesem Fall wäre das sicherlich die sinnvollere Richtung. Und auch hier gilt natürlich der Gedankengang der Nachziehstops, um einfach zu sagen, solange der Markt in eine Richtung läuft, ist man mit dem Supertrend beispielsweise oder wer es etwas enger mag, wer sagt, ich gehe auch notfalls mal raus, auch mit dem Parabolik, wir erinnern uns, der zieht ja hinten raus ein bisschen enger zu. Aber das wären auf jeden Fall Mechanismen, die man auch auf einfache Art und Weise mit jeder Plattform dann gut nachvollziehen kann. Also insofern, amerikanischer Markt aufwärts. Wie kann es dann angehen, dass der DAX so weit nach unten geht? Ja, was soll ich sagen? Also ich denke mal, wir haben im Moment ja den ein oder anderen Sondereinfluss da aktuell mit drin. Wir haben noch den Wirecard-Schock ein bisschen da in den Gliedern sitzen. Ob das jetzt alleine dafür maßgeblich ist, weiß ich nicht. Das grobe Bild
ist natürlich das Gleiche. Wir sehen auch hier, dass wir diesen Anstieg hatten und im Moment so halbwegs nach unten unterwegs sind. Vielleicht braucht der DAX halt einen Schlenker mehr nochmal nach unten, um dann nach oben zu kommen. Sei es ihm gegönnt. Solange er noch überlegt, können wir ja auf dem anderen Markt schon gegebenenfalls aktiv werden. Ich hoffe, dass das so ein bisschen Inspiration gegeben hat, in welche Richtung man gucken sollte, wie man idealerweise da reinkommt. Ich drücke auf jeden Fall allen da draußen die Daumen und freue mich, wenn es dann erfolgreich wird. In diesem Sinne allen alles Gute und liebe Grüße.